Bienvenidas y bienvenidos a Azabache TV. Tenemos un invitado hoy. Wir haben heute einen Gast. Ja, über ihn wurde geschrieben, eigentlich wollte er Rockstar werden. Él quería ser una estrella de rock. Ja. Bueno, eso no ha sido. Heiko Schlieff. Salud. Hallo. Buen día. Bueno, Heiko, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos con la primera vez que tocaste con Pura Vida Azabache? La primera vez. Mal sehen, ob sich Heiko an das erste Mal erinnert, wo er mit Azabache oder damals noch Pura Vida gespielt hat. Uiuiui. 2000. Ich glaube, es war 2000. 20 Jahre. 20 años, mira. Ui. Bueno, por lo menos. Ale, qué joven, taca. Wie bist du zur Gitarre gekommen? ¿Cómo empezaste? Ich würde sagen... ¿Qué te pongo? Ein bisschen schneller. Wir wollen dir noch mehr Fragen stellen, das ist die einzige. Vamos a decir, ¿y tú te acuerdas de tu primera guitarra flamenca? Claro. Eso. Also, ich bin Ostler. Und wir haben ja 100 Euro Begrüßungsgeld bekommen. Das sind 100 Mark. Ach so, 100 Mark. 100 Mark, yo me acuerdo muy bien, todo con mi plata. Und dann gab es hier in Kreuzberg einen Instrumentenladen. Und da war ich mit der Nase am Schaufenster dann so, mit meinen 100 Mark. Da stand halt so eine echte Flamenco-Gitarre. Zumindest stand da Admira drin, klang spanisch so. Und die stand für 120 Mark da drin. Und dann habe ich gesagt, ich habe nur 100 Mark, so kriege ich die trotzdem. Und dann hat er gesagt, na gut. Eso fue bueno. Entonces, vamos a ver. 100 Marcos, ¿no? Regaló a cada ciudadano de la parte, antigua parte comunista, para comprarse cosas. No sé qué. Y Heiko vino aquí hasta Kreuzberg, vi una guitarra flamenca. Una guitarra con nombre español. Eso, con nombre español, perdón. Sag mal, gab es bei euch zu Hause eigentlich eine Gitarre? Nee. Meine Mutter hat auch nicht getanzt. Also zu Hause ist so, das glauben vielleicht viele nicht oder so, zu Hause war absolut überhaupt gar keine Musik. Und bin dann meinen Eltern immer auf den Sack gegangen, kauft mir, kauft mir, kauft mir, was in der DDR natürlich schwierig war. So eine Fender-Gitarrenkopie für 7000 Ostmark wollte ich allen Ernstes haben. So, ne? Deswegen habe ich mir dann stundenlang das Dire Straits Cover angeguckt. Ein Cover, wo die Gitarre drauf war. Habe ich mir stundenlang angeguckt. Raiko hat dicho que siempre ha mirado la portada del disco con la guitarra de Fender. Y le gustó mucho la guitarra. Bueno, así empezó. Y luego... Andere Platte. Friday Night in San Francisco. Das ist ein Trio, drei super Gitarristen, wovon ich zwei kannte. Deswegen habe ich auch die Platte gekriegt oder mir besorgt gehört. Und den dritten kannte ich nicht. Der dritte hieß Paco de Lucía. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass der Typ, den ich nicht kenne, dass der irgendwie am geilsten klingt. Hinten stand dann immer Text drauf bei diesen Amiga-Lizenzplatten. Dann konnte man sich dann auch gleichzeitig noch ein bisschen bilden. Und dann eben, ja, das ist ein Flamenco-Gitarrist, hieß es da. Welcher Planet ist das denn? Und dann war das Interesse da, das zu erforschen. Dann gab es einen, der da irgendwie ein bisschen was gespielt hat, Ralf Krause. Nochmal mein Kompliment an Ralf Krause. Der hat wirklich niemand gehabt, der ihm das zeigt. Ich hatte wenigstens Ralf Krause. Paco de Lucía fue el guitarrista flamenco, primer guitarrista flamenco. Que me cambió la vida, compadre. Eso. Bueno. Sí, pero a través del disco... Friday night is in San Francisco. Paco y Sexteto 80... venía a Ost-Berlin, a Palast der Republik in 88. Ok, un año antes. Ajá, y, de la y flipando. Con el Sexteto en el Palast der Republik me puso enfrente. 88 hat Paco de Lucía in Ost-Berlin gespielt und Raiko saß in der ersten Reihe. Ja, und davor hat Paco mit John Glover auf der Insel der Jugend gespielt. Anda! Auf der Insel der Jugend, eine kleine Insel hier in Berlin, hat Paco de Lucía mit John McLaughlin ein Konzert gegeben. Das habe ich auf Deutsch gesagt. Hast du es auf Deutsch oder auf Spanisch gesagt? No, él habló de... Bueno, da igual. El concierto de Paco en 88 no era la primera vez Paco en vivo para mí. Era un campo aire libre. Había una actuación con John McLaughlin y Paco de Lucía. Y de verdad, esto era...
no sé, para un joven guitarrista que quiere tocar eso todo... Pues mira, tengo el pelo en punto de la historia, ¿verdad? Sí, antes todavía, yo estaba fan de jazz y había un festival de guitarra. Primero un guitarrista clásico, después un tío de, no sé, nombre raro, y tercera parte un dúo de jazz. Ok, venía el primero con una guitarra súper brillante, limpio, su guitarra clásica, y bien, claro, y fenomenal. Y venía el otro, y el otro tenía una guitarra súper usada, con rayas, y se sentía así, pain, ¿no? A ver. Also, der hat sich dann hier so hingesetzt. Aha. Und hat... Na, jetzt der Chef. Das war der zweite. Das gemacht. Okay. Erstmal nur das. Und ich hat irgendwie so weitergemacht, ne? Und so weiter, ne? Jetzt, aber damals habe ich das zum ersten Mal gehört und dachte irgendwie, krass. Und das war halt Raphael Riccheni. Wanda! Und ab dem Moment war eigentlich klar, dass ich das jetzt checken will. So. Wenn ihr und Dio, y esto, y yo, flipando. A partir de ese momento, enganchado. Porque ha sido la primera vez que escuchaste ese tono. Claro. En tu trayectoria de guitarrista de flamenco, ¿te acuerdas un momento así muy emocionante? Oh, hay un montón. Joel hat gerade Raiko gefragt, ob es im Laufe der bueno, Zeit no, auch recuerdo, viele, sé. Noch mehrere von diesen sí, claro. Wichtigen emotionalen Momenten gab. Wenn ihr a West-Berlin Buschka. Nee, in Deutsch sage ich immer jagen und sammeln. Das heißt also, ich wollte wissen, was so wie gemacht wird und so weiter. Ich wollte Bullerias lernen, wie jeder. Und bin da in irgendeine Tanzschule. Auf jeden Fall war da eine Lehrerin, die hieß Christiane Lamona. Das ist schon doof. Genau, die war's. Und ja, und ich war da schon der Meinung, naja, hier, Bulleria, ne? Ha, ist doch so, ne? Und Christiane, echt? So nicht. Dann war ich plötzlich hilflos. Und sie sagt, nein, muss die Hälfte weglassen. Wie, die Hälfte weglassen? Also, wie? Welche Hälfte denn? Was denn für eine Hälfte? Also, man hat so viel gekämpft für den Kompass und dann auf einmal will sie nur die Hälfte davon. Ich dachte, die Welt bricht zusammen sozusagen. Dann bin ich da hochfrustriert raus und dachte irgendwie, ich kann wieder gar nichts. So. Und das ist so das Typische, was einem dann wieder fährt, wenn man dann Flamenco-Gitarre lernt. Ne? Man denkt irgendwie, juhu, und dann auf einmal, nee. Oh, das tut mir aber echt leid. Nein. Das ist ja das Gute. Da habe ich es ja verstanden. Yo pensaba... Ya lo tengo, el compás de bulería. Venía a una escuela de baile en West Berlin. Había una profesora esa. Y yo, ajá, bulería. Y esa, no, así no. La mitad. ¿Eh? ¿La mitad? ¿De qué? Así. Y yo pensaba, yo no sé nada. De repente. Entonces, el mundo de medio compás. Ich erinnere mich an Viva la Fiesta. Das war die erste Ost-West-Kombination von Musikern und Tänzern. Günther, Peer, Viva la Fiesta. Madeleine, Antje, Thorsten. Und das waren die Begründer Heike. Des Flamenco-Festivals auf dem Pfefferberg. Bei Umsonst und Draußen hatten wir die ersten Konzerte gemacht. Ja, so ungefähr, ja. Da hatten wir unseren Proberaum, daraus ist jetzt so ein bisschen entstanden, ja. Das war vergangenes Jahrhundert. Bueno, Heiko tiene también una trayectoria muy variada, ¿eh? Ha tocado con mucha gente. Mit vielen verschiedenen Leuten hast du gespielt. Und spielst du weiterhin. Por fin tengo esa guitarra que tiene la portada de Dire Straits, ¿no? Al final compraste. La conseguí ya.
was ich unglaublich toll finde, wie du in Bologna den Gitarrenunterricht machst. Das ist nämlich sehr schwer. Es gibt manchmal Anfänger und ganz Fortgeschrittene, wie du es schaffst, in Bologna alle unter einen Hut zu kriegen, finde ich unglaublich bemerkenswert. Bueno, es que como Heiko tuvo también, bueno, imagínate, si él llegó a la clase de Cristiano pensando que la bulería era así y luego de repente es asá, pues ahora se preocupa mucho para transmitir a sus alumnos la, el modo más sencillo o más, ¿no? Para entender que ellas entiendan. Yo creo que se preocupa mucho. Yo, tiene, es que Heiko tiene coco. Es cierto. Bueno, salud, salud, salud. Fuerza al cano. Hasta la próxima. Ah, okay. Viel Spaß. Jetzt hast du den Bologna, ne? Ferni, wie war du? Hola. Super.